So, ich begrüße Sie oder ich begrüße euch ganz herzlich zur letzten Vorlesungssitzung von Voices for Climate. Und ja, wie vielleicht einigen schon aufgefallen ist, haben wir leider heute nicht Jörg Scheinfeld hier im Hörsaal, weil der hat uns ganz kurzfristig aus Krankheitsgründen abgesagt. Aber wir haben trotzdem noch alle Hebel in Bewegung gesetzt und haben im letzten Moment noch einen Referierenden gefunden, der spontan eingesprungen ist. An dieser Stelle vielen, vielen Dank, Sebastian, dass du heute da bist. Genau. An dieser Stelle vielleicht auch schon mal die Ankündigung. Also wir werden den Vortrag mit Jörg Scheinfeld auf jeden Fall nachholen und das erst nicht im nächsten Wintersemester, wenn wieder die Vorlesungsreihe losgeht, sondern wir werden dafür im Sommersemester nochmal einen extra Termin anbieten und den auch nochmal gut bewerben, wo es dann um die rechtswissenschaftliche Perspektive geht, weil ich finde, die ist in der Klimathematik sehr wichtig und die wollen wir auf jeden Fall euch noch mitgeben. Genau, also seid da gespannt. Und genau, wir informieren euch. Ja, und auch von meiner Seite nochmal ein herzlich willkommen. Und ja, das ist die letzte Vorlesung. Ein Semester geht sehr schnell vorbei. Liebe Grüße auch an die Leute, die gerade da zuschauen, also im Livestream zuschauen. Ja, heute haben wir Sebastian, Professor Dr. Sebastian Seifert hier. Er ist Professor von der physikalischen Chemie. Und ja, wir kennen Sebastian schon sehr, sehr lange. Wir haben zusammen viel erlebt, also dadurch, dass er einfach auch sehr aktiv in der Klimabewegung und auch uns immer dabei unterstützt hat und immer an unserer Seite stand. Wir freuen uns sehr, dass du heute eingesprungen bist. Einen großen Applaus für Professor Dr. Sebastian Seifert. Erstmal die obligatorische Tonprobe. Ist das hörbar für alle? Zu leise, zu laut? Scheint gut zu sein. Ja, ganz lieben Dank für die freundliche Einführung. Mir tut es auch total leid, dass es heute nicht den Vortrag aus den Rechtswissenschaften gibt, weil den hätte ich total gern selber gehört, weil ich selber schon an ein paar Stellen mal gesagt habe, vielleicht ist das eine der zentralen Fragen, die sich so im Klimakontext stellt. Wie verbinden wir Gesetz und Naturgesetz, ne? Also wie das beides zusammenkommt, ist für mich ein ganz wichtiges Spannungsfeld. Ich werde auch in dem Vortrag darauf dann noch mal zurückkommen. Das ist noch nicht die Titelfolie, das ist die Titelfolie. Ja, was habe ich heute Abend mit Ihnen vor? Ich habe eine ganze Menge vor. Ich würde gern über Wissenschaft reden, über die Klimakrise, logisch, und darüber, was beides miteinander zu tun hat, über die Wechselwirkung von beidem, über Verantwortung von Wissenschaft, Pflicht und Privileg, über Komplexität, über Kipppunkte, über Verzweiflung und auch über Hoffnung. Da haben wir einiges vor uns und um jetzt hier zumindest halbwegs sowas wie einen roten Faden reinzubringen, möchte ich die Geschichte gerne verbinden mit einer, nennen wir es mal, persönlichen Geschichte. Und ich möchte die Geschichte eröffnen mit einer Frage. Das mache ich immer bei meinen Vorträgen. Ich eröffne meine Vorträge immer, indem ich eine Frage ans Publikum richte, die einen Bezug herstellt zu dem Tag, an dem der Vortrag stattfindet. Das will ich auch heute tun. Die Frage lautet als Eröffnung: 5. Februar 2024, was ist daran besonders? Was ist heute für ein Tag? Hat irgendjemand eine Idee? Irgendjemand heute was gelesen über Jubiläen, die anstehen? Heute ist das 50-jährige Jubiläum des Tages, wo die NASA-Raumsonde Mariner 10 die Venus erreicht hat. Das Mariner-Raumprogramm der NASA war ein Raumprogramm, wo mit unbemannten Sonden die erdnahen, also die Nachbarplaneten, untersucht wurden. Und Mariner 10 war die letzte ihrer Reihe, hatte gleich eine Doppelmission, hat sich Venus und Merkur angeguckt. Und heute, vor genau 50 Jahren, hat sie die Venus erreicht. Und auch eine ganze Menge Bilddaten, über 4000 Bilder uns geschickt, aus denen wir eine ganze Menge über die Venus gelernt haben. Die wird ja immer als Schwester der Erde bezeichnet und war der Erde mal gar nicht so unähnlich. Es gibt Evidenz dafür, beispielsweise Simulationsergebnisse, die sagen, dass es auf der Venus auch mal flüssiges Wasser gegeben hat, einen Ozean und ein Klima, das auch die Entwicklung von Leben ermöglicht haben sollte, aber dann durch starke vulkanische Aktivität, das Zusammenwirken von zwei Effekten, ein sehr starker Treibhauseffekt und eine geschlossene Wolkendecke auf dem Planeten dafür gesorgt hat, dass sie jetzt eben eine Oberflächentemperatur von 460 Grad Celsius hat, also weit jenseits dessen, was Leben möglich macht.
Ich eröffne meine Vorträge immer gerne so, dass ich eine Frage ans Publikum stelle, die einen Tagesbezug zu dem Vortragsthema herstellt. Und Sie haben gerade schon gemerkt, und wer schon öfters Vorträge von mir gehört hat, kennt das vielleicht, ich nehme dabei total gerne Jubiläen aus der Technik- und Wissenschaftsgeschichte, liegt auch irgendwie nah als Naturwissenschaftler, ne? Und super gerne nehme ich dabei besonders Jubiläen aus der Raumfahrtgeschichte, wie es gerade eben auch passiert ist, weil das eine Brücke herstellt zu meiner eigenen Kindheit. In meiner Kindheit haben mich Planeten und Raumfahrt unglaublich fasziniert. Ich hatte eine große Palette von Weltraumspielzeugen, von Lego und Playmobil, und einige davon habe ich heute immer noch. Und ich hatte lange Zeit dieses Bild als Poster in meinem Kinderzimmer hängen. Mal mitgebracht aus dem Deutschen Museum in München. Und das ist für mich eins meiner absoluten Lieblingsbilder, weil es ohne Worte funktioniert, ne? Wir müssen zu dem Bild nichts sagen. Es funktioniert ohne Worte und lässt uns erkennen, diese unglaubliche, ja unbeschreibliche Schönheit und auch Einzigartigkeit des blauen Wunders, das wir alle teilen, das wir alle gemeinsam haben. Eine ganze Zeit später ist ein ähnliches Bild entstanden, das ich auch sehr gerne mag. Das ist vor jetzt gut 10 Jahren aufgenommen worden, wieder von einer Raumsonde, von der Cassini-Raumsonde, die am Saturn vorbeigeflogen ist und kurze Zeit später dann auch auf den Saturn draufgecrasht ist. Also dieses Dunkle da oben, das ist die Nachtseite des Saturn. Wir sehen auch noch einen Teil des Saturn-Ringsystems und das kleine Blaue da, das sind wir alle. Das ist das blaue Wunder, das wir alle miteinander teilen. Auf diesem Krümel in den unendlichen Weiten des lebensfeindlichen Vakuums ringsherum befindet sich einfach alles. Alles, was uns ausmacht, alles, was uns lieb und teuer ist. Ja, wenn wir mal bei so einer kosmischen Perspektive bleiben, bei so einem Abendvortrag wie heute, sei das vielleicht mal erlaubt, dann kommt die Frage auf, wieso bin ich später eigentlich Chemiker geworden und kein Astronaut? Vielleicht liegt die Antwort in folgender Geschichte. Wenn wir uns mal anschauen, was gibt es denn eigentlich draußen in den unendlichen Weiten des Universums chemisch, also stofflich, dann ist die Antwort darauf nix oder fast nichts. Die mittlere Partikeldichte im interstellaren Raum ist nur ein einziges Teilchen pro Kubikzentimeter. Mal so als Vergleich, ein Kubikzentimeter Raumluft aus unserem Hörsaal hier enthält 26 Trillionen Teilchen. Und da draußen ist es nur ein einziges. Und wenn wir noch weiter rausgehen in den intergalaktischen Raum, dann ist es nur ein Teilchen pro Kubikmeter. Und diese Materie, die es dort gibt, die besteht zu 99,9% aus Wasserstoff oder Helium, aus nur 2 chemischen Elementen. Also von 1000 Atomen im Universum sind 999 entweder Wasserstoff oder Helium. Nun ist diese Materie aber nicht völlig gleichmäßig verteilt, sie ist ungleichmäßig verteilt. Und diese Ungleichverteilung zusammen mit einer Fundamentalkraft in der Physik, der Gravitationswechselwirkung, führt dazu, dass sich Materie hier und da verdichtet. Und durch eine Besonderheit dieser Gravitationswechselwirkung wird es dabei heiß. So heiß, dass Kernfusionsprozesse einsetzen. Es entstehen Sterne. Und diese Sterne, die sind dann die Schmelztiegel des chemischen Periodensystems. In ihnen entstehen durch eben diese Kernfusionsprozesse schwerere Elemente. Und irgendwann ist so ein Stern dann am Ende seines Lebens, ne, hat seinen Brennstoff verbraucht, wird zur Supernova und schleudert diese Materie in den Raum hinaus. Und durch denselben Prozess kann die Materie sich erneut verdichten und es bildet sich wieder ein Stern zweiter Generation. Dieser Stern enthält immer noch größtenteils Wasserstoff und Helium, jetzt aber auch einige schwerere Elemente, nämlich die, die der Stern davor gebildet hat. Und das führt dazu, dass er jetzt nicht mehr ganz so massereich und ganz so kompakt ist wie der Stern davor. Er lässt ein bisschen Materie übrig, die zu einer rotierenden Scheibe um ihn herum wird, und daraus entsteht ein Planetensystem. Und dieses Planetensystem hat auch erstmal die Zusammensetzung von dem, was halt gerade da war, ne? Also größtenteils Wasserstoff und Helium, aber jetzt eben auch einige schwerere Elemente vom Stern davor. Und die großen Planeten, also in unserem Sonnensystem, die Gasriesen weiter draußen, die behalten auch diese Zusammensetzung aufgrund ihrer schieren Masse, ihrer schieren Gravitationswechselwirkung. Aber die leichteren Planeten, die sonnennahen Planeten, sind im Laufe der Zeit in der Lage, durch ihre leichtere Masse und ihre Sonnennähe, die leichteren Elemente loszuwerden. Was bleibt zurück? Die schweren Elemente, und es bilden sich Gesteinsplaneten. Und damit hört die Geschichte nicht auf. Vulkanische Aktivität im Inneren dieser Gesteinsplaneten führt zum Nachströmen von Gasen. Von diesen Gasen werden erstmal solche im Gestein zurückgehalten, die das gut können, also die gut chemische Komplexbindungen mit Gestein eingehen können.
Das sind so Gase wie Ammoniak, Schwefel, Wasserstoff, Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Wasser. Diese Gase werden also im Gestein eingereichert und im Laufe der Zeit bildet sich aus diesen chemischen Verbindungen eine Atmosphäre. Und diese Atmosphäre hat beim dritten Planeten unseres Sonnensystems dazu geführt, dass ein natürlicher Treibhauseffekt einsetzt, durch den seine Oberflächentemperatur in einen Bereich gehoben wird, wo Wasser im flüssigen Zustand vorliegen kann. Das heißt, das ist ein ganz besonderer Planet. Er hat den richtigen Abstand zur Sonne und eine Atmosphäre, die dafür sorgt, dass er eben nicht eine minus 18 Grad kalte Eiskugel ist, die er wäre, wenn er einfach im Strahlungsgleichgewicht als Schwarzkörperstrahler mit seinem Zentralgestirn vorliegen würde, sondern eben eine Oberflächentemperatur hat, die wasserflüssig sein lässt. Und dieses flüssige Wasser wird zum Schutzraum, bietet Schutz vor energiereicher kosmischer Strahlung. Und es kann was ganz Unbeschreibliches und Wundervolles geschehen. Moleküle darin finden sich zusammen zu größeren Molekülverbänden, zu Makromolekülen, molekularen Funktionseinheiten und schließlich zu Zellen und zu Leben. Und auch damit hört die Geschichte nicht auf. Das Leben entwickelt sich seinerseits weiter. Es erobert die Landmassen. Dafür war übrigens ein kosmischer Crash hilfreich, der einst der Erde einen relativ massereichen Mond bescherte, der zwei Dinge tut, die für das Leben ganz, 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 ganz wichtig sind. Er stabilisiert die Planetenachse und damit das Klima des Planeten. Das Leben musste sich also nicht ständig an ein neues Klima anpassen. Und er sorgt für Gezeitenaktivität. Und in diesen Gezeitenzonen ist es dem Leben also gelungen, den Sprung vom Wasser auf das Land zu vollziehen, sich weiter auszudifferenzieren, auszudiversifizieren. Und am Ende entstand intelligentes Leben. Und auch damit hört die Geschichte nicht auf. Das intelligente Leben entwickelt sich seinerseits weiter und entwickelt seinerseits solche wundervollen Dinge wie Universitäten, Bildung, Kunst, Musik, Kultur, Poesie, Demokratie, Recht und Gerechtigkeit, die Fähigkeit zur Zusammenarbeit und die Fähigkeit zum Mitgefühl. Diese Geschichte, muss ich zugeben, ist nicht von mir. Ich habe sie ein bisschen ausgeschmückt, aber in ihren Grundzügen habe ich sie selber mal gehört, vor mittlerweile fast 11 Jahren, vom französischen Chemie-Nobelpreisträger Jean-Marie Lehn, der die Grundzüge dieser Geschichte erzählt hat in einem unglaublich inspirierenden Festvortrag zum 125-jährigen Bestehen der Fachzeitschrift Angewandte Chemie in Berlin, wo ich damals Nachwuchswissenschaftler war. Und da erzählt er im Wesentlichen diese Geschichte. Wie aus kondensierter Materie, komplizierte, komplexe Materie wird lebende Materie, denkende Materie. Und in diesem Aufsatz findet sich ein ganz schönes Bild, was ich sehr gern mag. Er stellt dort die Fachwissenschaft Chemie als Brücke dar, als Brücke zwischen Physik und Biologie. Also als Brücke zwischen den Gesetzen des Universums und den Regeln des Lebens. Mein eigener Bereich in der Chemie ist die physikalische Chemie und auch die lässt sich als Brücke darstellen, das mache ich in meinen Vorlesungen immer gern, als Brücke jetzt eben zwischen Physik und Chemie, also als Brücke zwischen den Gesetzen des Universums und jetzt den Gesetzen der stofflichen Welt. Und diese Brücke ruht auf drei Pfeilern. Drei Pfeiler tragen sie, das sind die drei Teilgebiete der physikalischen Chemie, Thermodynamik, Quantenmechanik und Kinetik. Goethes Faust, der wünscht sich ja zu verstehen, was es ist, dass die Welt im Innersten zusammenhält. Wir können diese Frage beantworten, das sind Thermodynamik und Quantenmechanik. Das sind die Nieten und Bolzen, die Welt im Innersten zusammenhalten und die Kinetik, die sorgt dann für Veränderung, also für den Übergang vom Sein zum Werden. Und mich interessiert ganz besonders eine bestimmte Stoffklasse hierbei, solche Moleküle, große Moleküle, Makromoleküle, Kettenmoleküle, Polymere. Das stellt auch einen Bezug zu dem Standort Mainz dar, an dem wir uns befinden. Mainz ist nämlich ein weltweit renommiertes Polymerzentrum und das ist den Errungenschaften des hier unten rechts gezeigten Herrn zu verdanken, Günther Viktor Schulz, seinerseits ein Schüler des links daneben gezeigten Hermann Staudinger, Begründer des Gebiets makromolekulare Chemie, Nobelpreisträger für die Erkenntnis, dass Polymere Kettenmoleküle sind. Und Günther Viktor Schulz ist also auch einer der Urväter des Gebietes makromolekulare Chemie, der nach dem Zweiten Weltkrieg einen Ruf nach Mainz erhalten hat und die Chemie der Uni Mainz buchstäblich aus Kriegstrümmern wieder aufgebaut hat und ihr dann halt eben einen starken Fokus auf das Gebiet Polymerchemie verliehen hat. Unter anderem führte das auch zur Gründung des hiesigen Max-Planck-Instituts für Polymerforschung in den 1980ern, auch durch maßgebliche Initiative von Günther Viktor Schulz. Was macht Polymere jetzt besonders?
Das ist im Prinzip so ein bisschen in dem Bild schon ausgedrückt. Das sind Kettenmoleküle und diese Konnektivität zu Ketten, die macht sie stark. Diese Konnektivität ist aber auch oft irregulär. Und die Irregularität, die daraus resultiert, macht sie leichtgewichtig. Das sind Materialien mit einer geringen Dichte. Und wenn wir uns diese Kombination vorstellen, Materialien, die sowohl stark sind, als auch selber wenig wiegen, und es kommt das Drittes noch hinzu, die dann auch noch wenig kosten, das ist klar, dass das ein Garant für eine Erfolgsgeschichte ist. Und so haben Polymere zumindest in der letzten Hälfte des oder in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts eigentlich in alle Lebensbereiche Einzug gehalten. Und wir können das 20. Jahrhundert also mit Fug und Recht als Kunststoffzeit, als Plastikzeit, als Polymerzeit bezeichnen. Also es gibt ja dieses Klassifizierungsschema, dass die Menschheitsgeschichte eingeteilt wird in die für eine jeweilige Epoche wichtigsten Materialien in Steinzeit, Bronzezeit, Eisenzeit und so weiter. Ne, diesem Schema folgend war also zumindest die zweite Hälfte des letzten Jahrhunderts die Polymerzeit. Und ja, wenn wir dem weiterfolgen, dann müssten wir vielleicht jetzt vom Siliziumzeitalter sprechen, weil das vielleicht jetzt momentan für uns das wichtigste Material ist. In dem sehr lesenswerten Buch Polymere, Synthesen, Eigenschaften und Anwendungen von Sebastian Kolzenburg, Michael Maskos und Oskar Nieken wird dazu trefflich im Vorwort gesagt, kleine Moleküle haben als Wirkstoffe das Leben der Menschen verlängert. Große Moleküle, also Makromoleküle, bringen als Polymere Werkstoffe hohe Lebensqualität. Und sie sind noch mehr, sie bringen nicht nur hohe Lebensqualität, sie sind auch die Basis des Lebens selbst. Wenn wir uns das mal anschauen, dann führt uns das auch wieder in elementare physikalische Chemie zurück, jetzt konkret in das Gebiet statistische Thermodynamik, das seinerseits eine Brücke schlägt zwischen Thermodynamik und Quantenmechanik. Und da gibt es eine ganz elementare Formel, die hier gezeigt ist, die sogenannte Boltzmann-Formel. Diese Formel verbindet eine Elementargröße des Universums, die Entropie, die gemeinhin als ein Maß für Unordnung begriffen wird, mit der Anzahl mikroskopischer Realisierungsmöglichkeiten für Stoffzustände. Also diese Formel stellt im Prinzip eine Brücke her zwischen Unordnung und Freiheit. Da lässt sich auch schön drüber philosophieren. Und diese Formel ist auch auf dem Grabstein von Ludwig Boltzmann auf dem Wiener Zentralfriedhof eingraviert, weil er in ihr das Ende aller Dinge sah. Die Gedankenlinie dahinter ist wie folgt. Es gibt sowas wie den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, der diese Größe zum zentralen Gegenstand hat und der im Wesentlichen aussagt, die Entropie des Universums nimmt stets zu. Durch gleichmäßigere, ungeordnete Verteilung von Materie und Energie. Und wenn wir dieser Gedankenlinie folgen, dann kann uns das zu dem Schluss bringen, naja, dann müsste irgendwann mal alle Materie und alle Energie im gesamten Universum vollständig gleichmäßig ungeordnet verteilt sein. Sprich, das Universum hat dann sein Entropie-Maximum erreicht. Und dann gibt es keine Triebkraft mehr für irgendwas. Diese Gedankenlinie stieß damals zu Boltzmanns Zeit auf so heftige Kritik, dass es ihn in den Suizid getrieben hat. Und so ist die Formel heute auf seinem Grabstein eingraviert, weil sie für ihn das Ende aller Dinge bedeutete, aber tragischerweise erstmal sein eigenes Ende bedeutet hat. Wenn wir jetzt in die Natur schauen, in lebende Systeme, dann sind die ja scheinbar das genaue Gegenteil davon. Hier ist ein Bild gezeigt, das ist eins der ersten Bilder, das ich selber während meiner Doktorarbeit mal aufgenommen habe, ist ein fluoreszenzmikroskopisches Bild von einem Schnitt durch den Stängel eines Maiglöckchens. Da sehen wir ja wunderschöne, geordnete Strukturen. Und die sind ihrerseits basierend auf einer anderen, sehr schönen, geordneten Struktur, hier als Skizze gezeigt, Zellmembranen. Und das ist der Trick, die Natur benutzt. Sie leistet konstant Arbeit gegen den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, indem sie den Aufbau solch komplexer, komplizierter, geordneter Strukturen kompartmentiert in Zellen und die Energie dafür aus Stoffwechselprozessen, aus Nahrungsketten nimmt, an deren Anfang das Einfangen von Sonnenlicht im Photosyntheseprozess steht. Und es ist irgendwo logisch, dass die Natur dafür Bausteine benutzt, mit denen das nicht ganz so aufwendig ist. Und das sind Polymere, weil Polymere aufgrund ihrer Kettenstruktur eh schon ein Stück weit vorgeordnet sind. Und dann macht das auch nicht mehr ganz so viel aus, wenn man aus denen dann noch kompliziertere Strukturen baut. Das heißt, wenn wir nochmal auf das Bild von Jean-Marie Lehn zurückkommen, dann möchte ich ihm so ein bisschen auf die Schulter tippen und sagen, die Chemie ist in deinem Bild da unten, aber der eigentliche Übergang sind die Polymere, ne? Die geringste Stufe der Komplexität in der unbelebten Natur und die
umgekehrt, die höchste Stufe der Komplexität in der unbelebten Natur und die geringste Stufe der Komplexität in der belebten Natur. Das heißt, eigentlich ist es gar nicht die Chemie, die eine Brücke zwischen Physik und Biologie herstellt, sondern eigentlich ist es die Polymerchemie. Und auch die lässt sich wieder als Brücke darstellen für mein Teilgebiet der physikalischen Chemie der Polymere. Zeichne ich das in meinen Vorlesungen auch oft als Brücke zwischen eben Polymerchemie und Polymermaterialeigenschaften, Polymermaterialdesign, die uns eine Verbindung herstellt zwischen Strukturen und Eigenschaften. Dass wir also verstehen können, wenn ein Polymermaterial diese und jene chemische Struktur hat, diesen und jenen chemischen Aufbau, dann zieht das folgende Eigenschaftsprofile nach sich. Und das Schöne ist, so eine Brücke funktioniert ja in beide Richtungen. Und das heißt, ich kann also auch sagen, wenn ich jetzt einen Bedarf für ein Material auf dem Markt identifiziere mit eben diesen und jenen Eigenschaften, na, dann muss es eben diese und jene chemische Struktur haben. Und das hat mich selbst über Jahre, ich muss fast schon sagen Jahrzehnte, unglaublich fasziniert, solche Struktureigenschaftsbeziehungen aufzuklären. Und ich habe das lange Zeit getan und tue es auch immer noch für solche Materialien hier, Polymermikrogele, dreidimensional verknüpfte Polymerstrukturen, die in einem Lösungsmittel gequollen sind. Oft, nicht immer, aber oft ist dieses Lösungsmittel Wasser, das ist hier durch die blaue Farbe angedeutet. Und mich interessieren besonders solche Arten von Polymer-Mikrogel-Materialien, die irgendwas tun können, die irgendeine Funktion ausführen können. Und dazu fokussieren wir in unserer Forschung zwei verschiedene Grundtypen, mit denen das möglich ist. Ein Typus ist, wenn die Polymerketten, die so ein Material aufbauen, auf eine ganz selektive Art mit dem Lösungsmittel wechselwirken können. Und wenn diese Wechselwirkung schaltbar ist, also wenn bei Änderung irgendeines Umgebungsparameters das System von einem Zustand kommt, wo das Polymer das Lösungsmittel mag, zu einem Zustand, wo das Polymer das Lösungsmittel nicht mag. Denn das zieht ein Quellen- und Endquellen dieser Materialien nach sich und das ist ja schon eine Funktion, die so ein Material ausführt. Und eine zweite Art, wie das erreicht werden kann, ist, wenn die Netzknoten, also die Strukturelemente, die die Polymerketten zusammenhalten, wenn das nicht kovalente und damit permanente chemische Bindungen sind, sondern sogenannte supramolekulare Wechselwirkungen, dadurch wird so ein Material schon intrinsisch dynamisch und entwickelt faszinierende Fähigkeiten, zum Beispiel Fähigkeit zur Selbstheilung. Und das ist natürlich auch schaltbar dergestalt, dass so ein Material bei Bedarf aufgelöst werden kann und zum Beispiel ein Material, was eingekapselt ist, in die Umgebung freigesetzt werden kann. Also wir sehen schon, da gibt es viele Anwendungspotenziale. Aber mich hat es immer einfach intrinsisch fasziniert, dieses Wechselspiel zwischen Struktur, Dynamik und Eigenschaften aufzuklären am Grenzgebiet zwischen Polymerphysik und supramolekularer Chemie. Das hat auch Potenzial für viele Eigenschaften. Aber mir hat es einfach schon gereicht, das einfach verstehen zu wollen. Und so haben wir viel Forschungsaufwand betrieben in den letzten Jahren und Jahrzehnten mit ausgeklügelten Methoden, uns diese Materialien angeschaut, beispielsweise mit Lichtstreuung, was hier gezeigt ist, ist eine Vielwinkel-Lichtstreuanlage, also buchstäblich aus verschiedenen Winkeln gucken wir tief in diese Materialien rein und charakterisieren und quantifizieren ihre Nano- und Mikrostruktur. Durch optische Methoden, beispielsweise Lasermikroskopie, ist es uns gelungen, solche Materialien ganz ortsaufgelöst zu manipulieren und auch zu observieren, also zu beobachten, beispielsweise im Hinblick auf die Mobilität, also die Bewegung von markierten Ketten in diesen Systemen. Unter besonderer Fragestellung, wie welche Rolle spielt jetzt hier das Wechselspiel zwischen mechanischer Verhakung und supramolekularer Vernetzung? Wie beeinflusst das die Dynamik von solchen Ketten? Und wie übersetzt sich das beispielsweise in Selbstheilungseigenschaften? Welche Rolle spielen Defekte dabei, also Fehler in der Netzwerkkonnektivität? Und umgekehrt, welche Rolle spielt Verstärkung des Materials durch Clusterbildung, durch Stapelbildung von den Vernetzermotiven? Um das alles ins Konzert miteinander zu bringen und auf diese Art und Weise Designermaterialien zu machen, durch Kontrolle der Mikro- und Nanostruktur Materialien herzustellen mit maßgeschneiderten Eigenschaften. Und damit hört das nicht auf. Es ist uns auch ein Anliegen, die Struktur dieser Materialien auf größeren Längenskalen zu kontrollieren. Hier ist ein Versuch gezeigt, ein sogenanntes Töpfchen-Mikrofluidik-Experiment. Das ist im Wesentlichen eine Glas-Mikrokapillare, wo zwei Flüssigkeiten reinfließen, die nicht mischbar sind, Öl und Wasser. Und durch ein besonderes Strömungsprofil kommt es zur Ausbildung von Flüssigkeitströpfchen, die alle exakt dieselbe Größe haben und diese Größe ist hochgradig kontrollierbar. Und diese Tröpfchen sind jetzt kleine Kompartmente, in denen wieder was geschehen kann. Zum Beispiel, indem wir da Polymermaterialien reintun und sie uns ganz gezielt anschauen. Hier haben wir das mal kombiniert während meiner Nachwuchswissenschaftlerzeit am BESSI-Synchrotron in Berlin mit Synchrotron-Röntgen-Kleinwinkelstreuung, um uns bestimmte Phänomene von solchen Mikrogelen anzuschauen. Und das Schöne bei dieser Tröpfchen-Mikrofluidik ist, sie ist relativ leicht erweiterbar, dahingehend, dass wir jetzt nicht nur zwei, sondern drei oder mehrere Flüssigkeiten ineinander emulsifizieren
und auf die Art und Weise beispielsweise Doppelemulsionen herstellen, also Tröpfchen in Tröpfchen. Das gibt ja schon so ein bisschen die Gestalt einer Schale wieder. Und wenn wir das jetzt gelieren, dann haben wir Gelschalen hergestellt. Und wenn die schaltbar sind zwischen verschiedenen Zuständen, beispielsweise zwischen einem gequollenen und damit permeablen Zustand zu einem entquollenen, nicht permeablen Zustand, dann können wir die benutzen, um da Additive reinzutun. Was hier rot gezeigt ist, ist ein rot markierter pharmazeutisch aktiver Wirkstoff, der da eingekapselt ist und auch eingekapselt bleibt, bis wir einen geeigneten Trigger anwenden und das Material auf diese Art und Weise kontrolliert in die Umgebung freisetzen. Und das vielleicht Schönste, was sich in solche Materialien einkapseln lässt und auch das Komplizierteste, sind lebende Zellen. Das ist hier gezeigt. Von rechts unten kommt eine Zellsuspension rein, von rechts oben eine Polymerlösung. Das Ganze wird zu Tröpfchen emulsifiziert. Ein kleines Stück Strom abwärts kommt ein Vernetzer dazu. Und dann geht es noch durch so einen Zickzack-Kanal, um das Ganze ein bisschen zu durchmischen. Und auf die Art und Weise entstehen Mikrogelpartikel, die lebende Zellen enthalten. Also was hier grün gezeigt ist, das sind lebende Zellen. Rot sind tote Zellen. Also wir sehen, die meisten sind grün, die meisten haben diesen Prozess überlebt. Und diese Gelpartikel sind jetzt reversibel vernetzt. Das heißt, wir können die Zellen aus ihnen auch wieder freisetzen. Und auf diese Art und Weise ist es also möglich, Zellen in Mikrogelen zu immobilisieren, zu studieren, und auch zu beeinflussen, zu manipulieren. Beispielsweise der Gestalt, dass wir Stammzellen durch die mechanische Härte des umgebenden Gelmediums sagen, was sie mal werden sollen. Und wenn das Ganze noch schaltbar ist, dann bietet das ja wahnsinnig tolle Perspektiven für Biomaterialentwicklung. Und ich habe dereinst mal in einem Editorial-Artikel geschrieben, dass wenn wir uns das alles vorstellen, then we may envision greater ideas that further widen the arc between macromolecules over materials and systems to whatever is imaginable beyond. Wenn ich diese ganze Forschung mal in ein Symbolbild packen sollte, dann wäre das das da. Das ist das schöne Bild Wanderer über dem Nebelmeer von Caspar David Friedrich. Ich mag das sehr gerne, weil es erstmal ästhetisch sehr anspruchsvoll ist. Und ich finde, das ist auch wirklich ein tolles Symbol für meine Forschung und auch für weite Teile der akademischen Forschung. Neugiergetriebenes Voranschreiten, um Einblicke zu erhalten in den Nebel der Unkenntnis. So hier einen Einblick erhalten und da einen Einblick erhalten und sehen, ah, das beides hängt zusammen. Nun gibt es aber noch ein großes Ganzes ringsum. Und das große Ganze ringsum sieht, um in dem Bild zu bleiben, so aus. Das ist eine Adaption des Bildes, Wanderer über dem Nebelmeer von einem spanischen Künstler, der mir vor ein paar Jahren auch mal persönlich erlaubt hat, das Bild zu benutzen in Vorträgen wie heute. Das war auch vor einigen Jahren mal auf dem Titelbild der Zeit. Und das ist die Situation, in der sich unser Planet befindet. Das war mir lange nicht ersichtlich. Meine Welt sah so aus. Meine Welt bestand aus Begeisterung für Forschung und Lehre, für akademisches Netzwerken, für Treiben, Konferenzreisen. Ich habe oft gesagt, das vielleicht größte Problem, was ich damals hatte mit 8 Stunden Flügen für irgendwelche 15-Minuten Vorträge an interessanten Orten der Welt, war der Jetlag. Weil mir das einfach nicht bewusst war. Und es wurde mir bewusst im Herbst 2019 durch eine E-Mail. Im Herbst 2019 erreichte mich eine E-Mail von den Scientists for Future Deutschland, die Universitätsdozierende dazu aufrief, sich an einer Aktion namens Lectures for Future zu beteiligen. Also wir erinnern uns, 2019, großes Jahr der Fridays for Future-Bewegung, die Millionen mobilisierte, auf die Straße zu gehen für besseren Klimaschutz. Und die Scientists for Future haben sich also anlässlich eines damals anstehenden globalen Klimastreiks am 29.11.2019 an Universitätsdozierende gewandt mit der Bitte, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ihr an dem Tag curriculäre Lehrveranstaltungen habt, dann ersetzt sie doch bitte durch Sonderstunden zum Thema menschengemachter Klimawandel. Ihr könnt es ja auch auf euer Fachthema dann abbilden. Und als ich diese E-Mail kriegte, habe ich gedacht, ja, finde ich eine gute Aktion. Da machst du mal mit. Also freitags hast du Grundvorlesung physikalische Chemie. Das passt fachlich total gut. Also was da oben in der Atmosphäre passiert, ist ja physikalische Chemie. Also man kann tatsächlich an dem Phänomen des Klimawandels auch gut physikalische Chemie erklären. Also Klima ist ja ein Thema, das interessiert gerade viele junge Leute. Und dann kannst du das ja benutzen, um denen physikalische Chemie beizubringen. Beispielsweise was die quantenmechanischen Auswahlregeln anbetrifft für die Absorption von Infrarotstrahlung durch Treibhausgase oder was die Clausius-Clapeyron-Gleichung zu tun hat mit Starkregen. Und ich hatte erst gar nicht vor, das an eine große Glocke zu hängen. Ich wollte an dem Tag ganz normal in den Hörsaal kommen, wie sonst auch, und sagen, so, hallo Leute, heute gibt es was Besonderes, heute machen wir eine Sonderstunde physikalische Chemie des Klimawandels. Bis mir irgendwann einfiel, naja, es gehört sich schon so, dass du mal das dem Dekanat mitteilst. Ne? Wenn du da vom
Curriculum abweist, dann ist das einfach nett, wenn ihr dir das wissen lässt. Außerdem kann es ja auch sein, also die meisten werden es wahrscheinlich gut finden, aber es reicht ja einer, der es doof findet und sich beschwert. Dann wäre das auch blöd, wenn ihr nichts von wissen, also schreibst du denen mal eine Mail. Das habe ich gemacht und dann kam von unserem Dekanat zurück, Herr Seifert, ist eine gute Aktion, finden wir in Ordnung, machen Sie mal ruhig. Und fänden Sie das okay, wenn wir das live auf YouTube streamen? Und dann habe ich gesagt, klar, können wir gerne machen. Und dann ist mir an dem Nachmittag eingefallen, naja, jetzt muss es auch gut werden. Also wenn jeder zugucken kann, kannst du ja keinen Blödsinn erzählen. Und dann habe ich angefangen, mich da vorzubereiten, einzulesen. Tiefer einzulesen. Und dann kam dieser Moment, ich nenne ihn immer den Klimaklick-Moment, da ist der Groschen gefallen. Da habe ich verstanden, wo wir eigentlich stehen als Menschheit. Und noch viel mehr, wohin der Kurs momentan führt. Die Vorlesung lief dann sehr gut. Sie können sich die auch heute noch auf YouTube anschauen, wenn Sie wollen. Ich würde heute nicht mehr alles so erzählen, aber das meiste. Und das war für mich der Anfang eines neuen Lebensabschnitts. Die Klimakrise hielt Einzug in meine wohlige akademische Blase. Und zuerst bedeutete das weitere Aktivität wie diese hier, weitere Lehrtätigkeit über die physikalisch-chemischen Grundlagen des Klimawandels, beispielsweise in der bundesweiten Public Climate School, die damals stattfand. Also wir müssen uns nochmal daran erinnern, das war dann zu Zeiten von Corona, ne, schwierige Zeiten von Distanz- und Digitallehre. Und in dieser Zeit wurde eine studentische WG in Mainz-Bretzenheim zum Sendestudio für bundesweite Klimabildung auf Top-Niveau. Und mit ganz viel Freude und auch Ehre durfte ich da auch mitmachen und so ein bisschen was über die physikalisch-chemischen Basics ja eben des Klimawandels erklären. Und ich habe dann viele so weitere Aktivitäten gemacht, so Summer Schools, Climate Schools und so weiter. Wurde zum Klimakommunikator und irgendwann habe ich eine Grenze überschritten, habe Neuland betreten und habe mir einen Twitter-Account zugelegt. Und habe da auch öfters mal sowas geschrieben über diese Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Gesellschaft mit besonderem Fokus auf das Klimathema. Und ab und zu ist es mir dann gelungen, in Anführungszeichen, da irgendwie mal Statements zu machen, die eine größere Reichweite entwickelt haben. Und dann wurde es auch schnell anstrengend. Und das fand seinen vielleicht Höhepunkt an einem schönen Sonntagvormittag im Jahr 2022, als ich folgende 13 Worte getwittert habe. Wissenschaft hat im 21. Jahrhundert drei Kernaufgaben: Forschung, Lehre und Bekämpfung von Falschinformationen. Das ist mir tierisch um die Ohren geflogen. Schon so nach anderthalb Stunden hatte dieser Tweet über 100 Kommentare und es kamen im Minutentakt neue dazu, viele davon sehr harsch formuliert, viele auch persönlich attackierend. Und das wurde mir dann zu viel. Ich habe dann erstmal den Account zugeschlossen, habe so ein Schloss davor gemacht, das ist auf dem Screenshot da auch noch zu sehen. Und kurze Zeit später, nach ungefähr 3 Stunden, habe ich mir gedacht, komm, weißt du was, lösch das wieder. Das ist offenbar in 13 Worten zu kurz, ich weiß es nicht, ist mir auf jeden Fall jetzt zu anstrengend. Ich habe dann eine Woche später einen längeren Artikel darüber geschrieben, wer das lesen will, das ist auf der Plattform wissenschaftskommunikation.de erschienen, wo das dann eben differenzierter ausgedrückt ist. Ja, was waren das für Kritiklinien, die da kamen? Es waren im Wesentlichen 3, also wenn ich jetzt mal die ganzen persönlichen Angriffe ignoriere. Die erste Kritiklinie lautet, Wissenschaft basiere auf Zweifel. Die Falschinformation von heute war ja vielleicht mal die gesicherte Erkenntnis von gestern. Und umgekehrt, was wir heute als gesichert annehmen, kann sich ja morgen als falsch herausstellen. Insofern könne Wissenschaft gar nichts wissen. Und alles sei anzuzweifeln. Das finde ich ist eine sehr schwierige Kritiklinie, weil sie in der Tat einen wahren Kern enthält. Ja, Wissenschaft basiert auf Zweifel. Von Gerd Vollmer gibt es diesen schönen Spruch, wir irren uns empor. Aber dieses Emporirren, das geschieht ja nicht ständig neu, immer wieder bei Null, sondern hat einen Sockel, ein Fundament aus gesicherter Erkenntnis. In meinem Fachgebiet beispielsweise die Hauptsätze der Thermodynamik. In meinen Vorlesungen sage ich immer, wenn es Ihnen gelingt, die Hauptsätze der Thermodynamik zu widerlegen, dann ist für Sie mindestens ein Physik-Nobelpreis drin. Wenden Sie sich dann erstmal vertrauensvoll an mich. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es bei dieser Kritiklinie zumindest auch auf den Tonfall ankommt. Geht es der Person wirklich um eine Debatte, um die wissenschaftliche Methodik? Oder geht es ihr darum, Wissenschaft selbst in Zweifel zu ziehen und zu diskreditieren? Die zweite Kritiklinie war damals, Wissenschaft solle Wissen schaffen, aber sich nicht einmischen. Solle Fakten aufklären, aber nicht Stellung beziehen.
Das finde ich ist ein sehr valider Punkt, den man diskutieren kann. Von der Autorin und Fernsehmoderatorin und auch Chemikerin Maithi Nguyen Kim, hat in Mainz Chemie studiert, gibt es den schönen Satz: Wissenschaft sagt euch nicht, ob ihr an Klobrillen lecken sollt oder nicht, sie sagt euch nur, was ihr da alles aufleckt. Gleichsam gibt es einen Satz, der Albert Einstein zugeschrieben wird, der lautet: Diejenigen, die das Privileg haben zu wissen, haben die Pflicht zu handeln. Ich kann beiden Sätzen was abgewinnen und würde die vielleicht so einordnen, dass ich sage, dieser Satz mit den Klobrillen, der gilt vielleicht für Nicht-Krisenzeiten. Aber in Zeiten, wo wir es mit multiplen, komplexen, gekoppelten Krisen zu tun haben, die am Ende nichts Geringeres sind als eine Bedrohung unserer Existenz, neige ich dazu, eher dem Zitat zuzustimmen, das Albert Einstein zugeschrieben wird. Die dritte Kritiklinie auf den Tweet damals war die vielleicht gefährlichste. Sie lautete: Wissenschaft ist ein Vorwand für Unterdrückung. Ob jetzt Covid oder Corona, im Namen der Wissenschaft, führt zu Tyrannei. Das finde ich sehr gefährlich, weil es birgt nichts Geringeres als das Risiko einer Abwärtsspirale in eine, ich nenne es mal, Gegenaufklärung, an deren Ende uns Wahrheit und die Suche nach Wahrheit selbst verloren gehen. Vielleicht würde ich es heute nicht mehr ganz so reißerisch formulieren und würde vielleicht lieber sagen, Wissenschaft hat für mich drei Kernaufgaben: Forschung, Lehre und Kommunikation. Mir war es dann ein Bedürfnis, mich weiter mit sowas zu beschäftigen, mich auch auszutauschen mit weiteren Akteuren. Und ich hatte dann irgendwann mal den Wunsch entwickelt, darüber mal mit Harald Lesch zu sprechen. Weil ich dachte, der ist auch Physiker, der steht dir fachlich ein bisschen nah und der sagt auch oft Sachen, die ich ganz inspirierend finde. Und dann habe ich mir gedacht, ach, weißt du was, schreibst du ihm mal einen Brief. Und am nächsten Tag rief er an. Ich weiß auch, ich stand mit meiner Frau in der Küche, Telefon klingelt und ich sage, oh, wer ruft denn jetzt an? Hier 089 München. Wetten, das ist so ein Marktforschungsinstitut, die rufen immer aus München an. Und bin reingegangen, ja, hier ist Harry, also Lesch, also Harald Lesch, ich habe deinen Brief gekriegt. Kriegt man heute viel zu selten, handgeschriebene Briefe. Und dann haben wir uns 2,5 Stunden unterhalten und sind uns schnell einig geworden, dass das eine Frage ist, die wir gern auf einem größeren Podium diskutieren würden für ein größeres Publikum. Und das haben wir dann getan am 13. Mai 2022 in einer Podiumsveranstaltung in diesem Hörsaal. Und das waren nicht nur wir beide, sondern das waren noch weitere Akteure auf dem Podium. Unglaubliche Bereicherung hat das erfahren durch beispielsweise die Psychologin Lea Dohm und die Journalistin Sarah Schurmann. Und das Ganze blieb dann auch nicht in diesem Raum. Es ging noch vor die Türen dieses Gebäudes. Es war ein lauschiger Maiabend und wir hatten eine ganz großzügige Weinspende erhalten von der Hochschule Geisenheim. 1000 Gläser Wein, also quasi für jeden im Saal gab es ein Glas Wein. Und es war ein unglaublich lebhafter Austausch bis in die Morgenstunden hinein noch. War auch die erste Großveranstaltung nach den Corona-Zeiten. Ein unglaublich toller Abend. Und dabei ist es nicht geblieben. Wir haben letztes Jahr noch einen draufgesetzt mit so einer Art zweitem Teil dazu, wo wir uns der Frage gewidmet haben, was ist eigentlich die Aufgabe von Wissenschaft unter dem Titel Follow the Science, Wissenschaft in Multikrisenzeiten. Ich selber habe auch noch weitere Podiumsveranstaltungen gemacht, beispielsweise an der Schnittstelle zur Physik, zum Beispiel ein Podium in Dresden mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer unter dem Titel Ich bin ja auch für Klimaschutz, aber... Und wenn man anfängt, sich mit sowas zu beschäftigen und auch gerade an dieser Grenze zur Politik oder der Schnittstelle zur Politik zu beschäftigen, dann dauert es nicht lange, bis man als Aktivist bezeichnet wird. Das startete auf sozialen Medien, aber es ging dann irgendwann auch über in Leitmedien. Hier ist ein Artikel aus der FAZ, der übrigens ein ganz toller Artikel ist, wo ich als Chemieprofessor und Klimaaktivist bezeichnet wurde. Oder im letzten Jahr gab es einen schönen Porträtartikel in der Zeitschrift Publikforum, den ich auch ganz toll finde. Da heißt es dann auch ganz vorne im zweiten Satz, jetzt ist er Klimaaktivist. Und ich muss gestehen, dass ich mich da lange Zeit schwer mitgetan habe. Also ich fand diese Bezeichnung als Aktivist irgendwie immer so ein bisschen diskreditierend. Bis ich mir irgendwann klar gemacht habe, nö, so eine gute Bezeichnung. Und zwar für uns alle. Denn wir sind alle Aktivisten. Denn jedes Handeln von uns und insbesondere auch jedes Nichthandeln trägt ja dazu bei, in welche Zukunft wir steuern. Insofern sind wir alle in jedem Moment unseres Daseins Aktivisten, auch wenn wir meinen und vielleicht eventuell vorziehen,
es nicht zu sein. Weil wir alle immer diese Rolle als aktive Handelnde haben. Es wird dabei oft gesagt, wir haben eigentlich kein Wissensproblem, sondern ein Handlungsproblem. Das Wissen ist da, die Lösungen auch. Wir setzen sie halt nicht um. Vielleicht, weil wir uns nicht dieser Rolle als aktive Handelnde bewusst sind. Jetzt möchte man meinen, dass ich dazu stimme, ne? Nee, tue ich nicht. Ich würde sagen, ich stimme dem zumindest nicht voll zu und würde sagen, doch, in meiner Wahrnehmung haben wir auch ein Wissensproblem. Es mag vielleicht so sein, dass die Menschheit das Wissen hat, aber es ist nicht bei vielen Menschen. Und ganz ehrlich, viele Vorbehalte, die es so gegen Klimaschutz gibt, hätte ich wahrscheinlich auch, wenn ich nicht die volle klimatische Notlage kennen würde. Und vielleicht kenne ich sie ja noch nicht mal voll. Also vielleicht ist es ja die physikalische Realität noch brutaler, als wie sie sich mir darstellt. Und das brauchte auch bei mir Zeit, um durchzudringen, vor allem um es emotional an mich heranzulassen. Insofern würde ich sagen, wir haben vor allem eins, ein Priorisierungsproblem durch ein Wissensdefizit. Und hier sind wir alle gefragt, uns alle dieser Rolle als aktive Handelnde klar zu werden, denn am Ende ist Klimaschutz eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die Jahrzehnte dauert. Und das braucht breite, stabile, lang andauernde gesellschaftliche Mehrheiten. Und Demokratie ist die Suche genau danach. Und hier haben wir alle eine gemeinsame demokratische Verantwortung, uns dieser Rolle klar zu werden. Das Schöne dabei ist, man muss das nicht alleine tun. Es gibt eine Vielzahl von wundervollen Gruppen, die sich dem Klimaschutz widmen, weit mehr als nur die bekannten For Future-Gruppen. Und wer anfängt, hier tätig zu werden, der trifft auf das Schönste, was es dabei gibt. Die wunderbarsten Menschen, die man sich vorstellen kann. Menschen, die engagiert sind, offenherzig, mitfühlend, Mitgefühl haben. Die dir auch keine Hintergedanken unterstellen, wenn du mal einen Vorschlag machst, sondern die trotz all der schlechten Aussichten, die ihnen sehr wohl in ihrer ganzen Brutalität bekannt sind, nichtsdestotrotz Idealisten und Optimisten sind. Weil, wenn sie das nicht wären, dann würden sie sich einfach in so Weltuntergangsfatalismus ergehen. Und ich denke, das ist, was wir brauchen. Mehr aktives Engagement und mehr Idealisten und mehr Optimisten. Und wenn es das ist, was mit dem Begriff Aktivist gemeint ist, dann kann ich gut damit leben. Welche Rolle hat jetzt die Wissenschaft bei all dem? Schauen wir dazu nochmal danach, wo die Wissenschaft steht. Und dazu schauen wir nochmal aufs große Ganze. Ich möchte auf ein Detail in dieser Abbildung hinaus, dieses Wort, Komplexität. Was hat es damit auf sich? In vielen Wissenschaftsbereichen, also eigentlich in allen, würde ich sagen, diskutieren wir einen Systembegriff. Ein System ist im Allgemeinen eine abgrenzbare Entität, die Komponenten enthält, die aufgrund geordneter Beziehungen zueinander als gemeinsames Ganzes wirken. Systeme spielen überall eine Rolle in unserem Leben. Vielleicht haben einige von Ihnen heute Abend ein öffentliches Nahverkehrssystem benutzt. Wir sind Teil eines Versicherungssystems, eines Steuersystems. Und auch in der Chemie spielen Systeme eine Rolle, dann eben stoffliche Systeme. Und wir klassifizieren verschiedene Typen von Systemen. Beispielsweise klassifizieren wir zwischen oder unterscheiden wir zwischen offenen, geschlossenen und abgeschlossenen Systemen. Es gibt noch einen weiteren Typus, adiabatisch. Das hat was damit zu tun, welche Größen so ein System mit seiner Umgebung austauscht. Und ein weiteres Klassifizierungsschema für Systeme, das auch jenseits der Chemie gültig ist, ist dieses da, die Unterscheidung zwischen einfachen Systemen und komplizierten Systemen. Einfache Systeme sind, wie der Name sagt, solche, wo die Querbeziehungen zwischen den Systemkomponenten einfach sind. Komplizierte sind solche, wo sie eben kompliziert sind. Und es gibt noch einen dritten Systemtypus, das ist dieser da, komplexe Systeme. Komplexe Systeme sind solche, wo es Rückkopplungen gibt in den Querbeziehungen zwischen den Systemkomponenten. Dadurch sind sie erstaunlich stabil, robust, resilient, können beachtlichen Stress aushalten und nichtsdestotrotz immer wieder in ihre Gleichgewichtslage zurückkehren. Beispiele dafür gibt es auch wieder in allen Wissenschaftsbereichen, in den Sozialwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Naturwissenschaften, Lebenswissenschaften. Beispielsweise unsere Körpertemperatur wird aufrechterhalten durch komplexe Systeme. Komplexe Regelmechanismen sorgen dafür, dass die Körpertemperatur da ist, wo sie sein soll. Und das ist ziemlich robust. Also Sie können an einem heißen Tag einen Marathon laufen, bitte nur, wenn Sie trainiert genug sind. Und Sie sind zwar völlig erschöpft danach, aber Ihre Körpertemperatur ist mehr oder weniger dieselbe.
Gleichsam können Sie sich in einer kalten Winternacht längere Zeit draußen aufhalten, wieder bitte nicht zu lange. Und Sie frieren zwar ziemlich danach, aber nach wie vor ist Ihre oder wieder ist Ihre Körpertemperatur mehr oder weniger dieselbe. Aber dieselben Wirkmechanismen können auch dazu führen, dass komplexe Systeme selbstbeschleunigt in komplett neue Zustände kippen, wenn ihre Stabilitätsgrenzen überschritten werden. Bei der Körpertemperatur sprechen wir dann von Hypo- oder Hyperthermie, beides ist lebensbedrohlich. Und auch das Klima ist ein komplexes System. Und all die verschiedenen komplexen Systeme haben mehrere Gemeinsamkeiten. Eine davon ist der Umstand oder die Beobachtung, dass wenn sie über die Grenzen ihrer Stabilität hinausgehen, also wenn sie diese erreichen und überschreiten, dann zeigen sie Fluktuationen in ihren System-Outputs. Das habe ich während meiner Nachwuchswissenschaftlerzeit studiert, am Synchrotron in Berlin und mit Neutronenstreuung, also mit aufwendigen Techniken, mir sogenannte kritische Dichtefluktuationen in Polymer-Mikrogelen angeguckt an Übergangspunkten. Und wenn ich jetzt auf die Fluktuationen im Erdsystem schaue, dann brauche ich dafür keine Röntgen-Kleinwinkelstreuung, um deutliche Fluktuationen zu sehen. Und ich möchte es mal darstellen an einem weiteren komplexen System, das mit dem Klimasystem gekoppelt ist, ein Ökosystem, das mir auch emotional sehr am Herzen liegt, meine geliebte Heimat, den Oberharz, der seit einigen Jahren so aussieht. Ich nehme dazu gleich mal einen Einwand vorweg, der oft kommt, wenn ich dieses Bild zeige oder dieses Beispiel zeige. Da wird dann oft relativ schnell gesagt, ja Moment, also das war ja jetzt der Borkenkäfer und der Umstand, dass das eine Fichtenmonokultur war. Ist auch beides richtig. Aber es lässt eine dritte Zutat außer Acht, die Klimakrise. Ja, Borkenkäfer ist eine Gefahr für so ein System. Monokultur macht es nicht sehr robust. Trotzdem habe ich es über Jahrzehnte lang als stabiles Ökosystem kennengelernt. Also klar, hatte seine Höhen und Tiefen, war aber ein stabiles Ökosystem. Aber das Hinzukommen der Klimakrise, die komplexe Kopplung dieser drei Faktoren, hat zu einem Prozess, einem selbstbeschleunigenden Prozess geführt, der so aussieht. Und das Ganze ist jetzt nicht nur ein Verlust von Forstwirtschaft und Biodiversität, sondern, wie ich das gerade erzählt habe, auch ein Verlust von emotionaler Bindung, von schönen Erinnerungen, von Träumen, was die Zukunft anbetrifft, von Heimat. Und ja, Mischkulturen sind robuster, aber auch die haben Stabilitätsgrenzen. Insofern ist das, was da passiert ist, vielleicht nur ein Ausblick darauf, was uns auch in robusteren Mischkulturen passieren kann, wenn wir die Klimakrise nicht in den Griff bekommen. Ich habe dazu noch eine persönliche Geschichte. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich komme da gebürtig her, bin auch relativ häufig noch dort, weil meine Eltern noch dort leben. Und im Spätsommer, Frühherbst 2022 war ich auch nochmal da. Und da haben wir so eine kleine Wanderung gemacht zu so einem Ausflugslokal im Wald, wo ich unzählige Male war in meinem Leben. Seit kleinsten Kindheitstagen bin ich diesen Weg mit meinen Eltern gegangen. Und da waren wir dann eben mit drei Generationen unterwegs, von Großeltern bis zu den Kindern, also meinen Kindern, ne, Enkel. Und ich war mit einem der Kinder so ein bisschen hinten dran, so ein bisschen rumgetrödelt. Und irgendwann stelle ich fest, Moment, jetzt irgendwas ist jetzt falsch. Also wir hätten längst da sein müssen. Und dann hatte ich eine Abzweigung verpasst, die ich weiß nicht, wie oft gegangen bin in meinem Leben, weil ich die einfach nicht mehr erkannt habe. Also diese Umgebung, die mich prägte und die mir Halt gab, Rückhalt gab, erkenne ich nicht mehr wieder. Und diesen Wunsch, den ich immer hatte, dass ich die Wege meiner Kindheit eines Tages mit meinen eigenen Kindern neu entdecke, der wird verwehrt bleiben. Später ist dann das Bild noch entstanden und das hat mich dazu bewogen, einige Tage später auf Twitter etwas zu posten, was ziemlich große Reichweite entwickelt hat. Ein Video, was über 100.000 Mal angeschaut wurde und noch ein Text dazu, der da lautete, manchmal wird mir alles zu viel. Ich frage mich dann, ob wir nicht schon längst Kipppunkte überschritten haben, und zwar solche, ab denen unsere gesellschaftlichen und persönlichen Kräfte nicht mehr reichen. Und das knüpft dann etwas an, was ich schon eine Zeit lang vorher mal geschrieben hatte, wo ich geschrieben habe, in der physikalischen Chemie, oder nein, anders, jede Verwerfung hat Anfangserscheinungen. In der physikalischen Chemie sprechen wir dabei von sogenannten kritischen Fluktuationen. Sie markieren Instabilität und leiten Übergänge ein und am Ende steht ein ganz neuer Zustand. Mehr und mehr habe ich den Eindruck, dass wir genau das genau jetzt erleben. Was meine ich damit?
Neben dem Klima ist auch die Gesellschaft ein komplexes System. Und Klima und Gesellschaft wechselwirken natürlich. Destabilisiert sich das physikalische, also das atmosphärische Klima, destabilisiert sich auch das soziale, das gesellschaftliche, das politische Klima. Und das Zusammenkommen von beidem kann uns an einen ganz gefährlichen Kipppunkt führen, nämlich den, ab dem wir nicht mehr hinterherkommen, wo uns die Kontrolle entgleitet, wo uns Krisendynamiken überrollen und wir irgendwann mit dem Katastrophenmanagement so beschäftigt sind, dass uns für Klimaschutz und nachhaltige Klimafolgenanpassung schlichtweg keine Zeit, keine Kraft und kein ausreichender gesellschaftlicher Zusammenhalt mehr bleibt. Was bedeutet das jetzt für die Wissenschaft? Dass es schwierig wird mit deren Neutralitätsanspruch. Ja, natürlich, Wissenschaft sollte den Anspruch haben, neutral zu sein. Aber ganz ehrlich, die Frage ist, wie? Passivität ist jedenfalls nicht neutral. Und das, finde ich, ist eine der ganz zentralen Fragen, die sich alle Gebiete der Wissenschaften stellen sollten. Wie wahren wir unseren Neutralitätsanspruch, ohne einfach passiv Dinge geschehen zu lassen? Und wie leisten wir Beiträge zu vielleicht der entscheidenden Frage dieses Jahrhunderts, nämlich der Frage danach, wie kombinieren wir, wie vereinen wir das politisch Mögliche mit dem physikalisch Nötigen? Wie vereinen wir Gesetz und Naturgesetz? Natürlich wirkt das auf uns alle zurück, auch auf die Wissenschaften. Diese Kopplung eines sich destabilisierenden atmosphärischen, physikalischen Klimas mit einem sich destabilisierenden gesellschaftlich, sozialen, politischen Klimas ist alles aber nicht wissenschaftsfreundlich. Und manchmal habe ich den Eindruck, den allermeisten im Wissenschaftsbetrieb ist das nicht mal ansatzweise klar, wohin die Trends, die wir im Moment im physikalischen und im politischen Klima beobachten, auf kurz oder lang führen können, was das für die Wissenschaft selbst bedeuten kann. Auch ich würde weiterhin gerne einfach das da tun. Aber das kann ich nicht, solange das ringsum so aussieht. Was bedeutet das jetzt für meinen eigenen weiteren wissenschaftlichen Weg? Dass er jetzt ein Ziel hat. Noch immer faszinieren mich Polymer-Mikrogel-Materialien wie diese, aber jetzt mit einem ganz konkreten Ziel. Wie und wo konkret können Sie uns helfen in der Welt, auf die wir zusteuern? Und dazu nehme ich die Welt des Jahres 2050 in den Fokus und frage mich, wie wird diese Welt aussehen? Diese Frage ist relativ leicht zu beantworten. Sie wird heißer sein. Sie wird kleiner sein. Sie wird trockener sein und gleichzeitig nasser. Also wir werden es mit größeren Ausschlägen in den Extremen zu tun haben. Und welche Materialien werden sich Menschen dann wünschen, die wir mal heute, spätestens heute hätten anfangen sollen zu entwickeln? Und dazu habe ich ein Forschungskonzept entwickelt, was ich mit ein bisschen Schmunzeln Polymers for Future nenne. Und das hat im Wesentlichen drei Untergebiete: Polymere für eine zyklische Wirtschaft, Polymere zur Ressourcenschonung und Polymere zur Adaption, also zur Anpassung an die Klimakrise. Und wenn Sie mir noch ein paar Minuten erlauben, würde ich gerne noch darüber ein bisschen was erzählen. Fangen wir mal mit dem dritten Thema an: Polymere zur Klimafolgenbewältigung. Ein großes Problem der Klimakrise ist Wasserknappheit. Bereits heute erlebt mehr als die Hälfte der Menschheit irgendeine Form von Wasserknappheit. Und bis zum Ende des Jahrzehnts, bis 2030, werden 40% der Menschen akuten Wassermangel, also Unterversorgung, erleiden. Und wenn wir das Ganze dann noch weiter spinnen in einem Business-as-usual-Szenario, so wie es hier dargestellt ist, wird der Wasserstress über die Welt verteilt 2040 so aussehen. Jetzt könnte man sagen, wo ist denn das Problem? Wir sind doch der blaue Planet, hast du doch vorhin selber gesagt. 70% der Planetenoberfläche ist noch mit Wasser bedeckt. Ja, 96% der weltweiten Wasserressourcen sind Meere oder Ozeane, also sprich Salzwasser. Und hier können uns Polymermaterialien, wie wir sie jahrelang erforscht haben, ganz konkret helfen, indem wir geladene Gele benutzen, um Meerwasser zu entsalzen. Das ist hier gezeigt in einem dualen Ansatz, membranbasiert und membranfrei, Polymergele zu benutzen, die Ladungen enthalten. Die haben den Wunsch, in Wasser zu quellen. Da sie aber selber schon Ladungen enthalten, stoßen sie die Ladungen des Salzes ab, quellen also nur in salzarmem Wasser. Und wenn es uns jetzt gelingt, die zu trennen, was durch Filtration leicht möglich ist, und das Wasser da wieder rauszukriegen, dann haben wir es entsalzen. Das Problem ist, der letzte Prozessschritt, der kostet Energie, weil das Quellen erfolgt freiwillig, aber das Entquellen nicht. Also da müssen wir Energie reinstecken, irgendwie mechanisch draufdrücken oder so. Und dann kam uns der Gedanke, Moment,
Wir kennen uns doch inzwischen ganz okay aus mit Materialien, die schaltbar sind, die durch Umgebungsparameter schaltbar sind, beispielsweise thermisch schaltbar sind. Wie wäre es denn, wenn wir Materialien entwickeln, die bei einer Temperatur freiwillig quellen, bei einer anderen Temperatur freiwillig wieder entquellen? Dann wären beide Schritte freiwillig. Das Einzige, was man dann braucht, ist eine Temperaturdifferenz, Temperaturwechsel. Und es gibt einen Temperaturwechsel, den schenkt uns die Natur jeden Tag und jede Nacht, den Tag-Nacht-Rhythmus der Erde. Und das ist der Gedanke, also hier mit Materialien zu entwickeln, die dann Meerwasser entsalzen. Da haben wir eine ganze Reihe Studien jetzt schon zugemacht und dabei erkannt, das ist dann so eine Sache. Es gibt ja mannigfaltig Parameter, an denen man drehen kann. Und das ist irgendwie immer so, drehst du an diesem Parameter, dann ist das gut für das, aber schlecht für das. Ne? Also änderst du die Zusammensetzung der Materialien so und so, dann quellen die besser, aber dafür entquellen die jetzt schlechter oder umgekehrt. Ne? Also es läuft immer auf irgendwie einen Kompromiss hinaus und Kompromiss ist immer doof in Sachen Performance-Optimierung. Und um das in den Griff zu bekommen, benutzen wir etwas, mit dem wir auch viel Erfahrung gesammelt haben in den letzten Jahren, komplizierte Gelstrukturen, also beispielsweise Kernschale-Morphologien oder interpenetrierende Netzwerke, Porosität in diesen Materialien, um durch ausgeklügelte Kontrolle der Gelstruktur den Prozess zu optimieren, mit dem Ziel, einen Labordemonstrator zu entwickeln, der eine Vorstufe ist für eine Meerwasserentsalzungsanlage, mit der sich Menschen in kleinen Siedlungen selbst mit Trinkwasser versorgen können. Das Ganze wird gefördert vom BMBF unter dem Schlagwort Hydrodesal. Das ist ein internationales Forschungsprojekt zwischen Arbeitsgruppen der Uni Mainz und Gruppen aus dem Irak und dem Iran mit dem Ziel, eine Technologie zu entwickeln, mit der sich Menschen, die in kleinen Siedlungen entlang des Persischen Golfs leben, von denen es da Tausende gibt, die im Moment hoch unnachhaltig mit einem Tanklastersystem mit Wasser versorgt werden, dass die sich mit Wasser versorgen können, dass sie selbst einfach den Persischen Golf entnehmen und auf diese Art und Weise entsalzen. Und was unglaublich schön dabei ist, ist auch diese internationale Zusammenarbeit. Das ist natürlich, wie Sie sich vorstellen können, sehr kompliziert mit dem Irak und noch komplizierter mit dem Iran. Und ich habe da ganz viel drüber gelernt und könnte jetzt abendfüllend Geschichten darüber erzählen. Aber das alles spielt in unserer Forschung, in unserer Zusammenarbeit absolut gar keine Rolle. Diese ganzen politischen Spannungen, die es da gibt, die kommen einfach nicht vor in unserem Austausch, weil es uns einfach darum geht, eine gemeinsame Lösung zu entwickeln für dieses Problem in der Region. Und auch für mich schließt das einen schönen Kreis, weil ich habe ja vorhin schon mal ein bisschen über meine Kindheit gesprochen, wo ich mit meinen Weltraumspielzeugen gespielt habe. Ne? Da waren es die Fernsehbilder des Irak-Iran-Kriegs aus den 1980ern, die mich als Kind vielleicht zum ersten Mal im Leben verstört haben. Ich war noch zu klein, um zu verstehen, worum es da geht, aber schon groß genug, um zu fühlen, dass das was Grausames ist. Und heute ist es eine Zusammenarbeit mit Forschern aus genau diesen beiden Ländern, um eine gemeinsame Lösung zu entwickeln für dieses gemeinsame Problem. Auch andere Arten der Wassergewinnungstechnologien spielen bei uns seitdem eine Rolle. Hier ist mal eine ganz neue Arbeit gezeigt, wo es darum geht, organische Verunreinigungen in Wasser zu entfernen durch Biopolymersysteme. Und was wir auch noch verstärkt machen, ist Materialien für eine zyklische Wirtschaft. Das führt uns zu nichts Geringerem als der Zukunft der Chemie sozusagen. Wenn wir an Chemie denken, dann denken wir ja immer irgendwie an Reaktionsgleichungen des Typs A mit B reagiert zu C, ne? Und das reagiert dann vielleicht weiter zu D und E. Das ist so ein Inbegriff für die Chemie als lineare Wissenschaft. Was wir brauchen, ist Zirkularität. A wird zu B, wird zu C, wird wieder zu A. Dass so ein Material gar kein End of Life hat, sondern einen Rebirth, ja, für einen New Life sozusagen, ne? Und das brauchen wir eigentlich in allen Bereichen der Chemie, auch bei Polymermaterialien, die ja aus guten Gründen in alle unsere Lebensbereiche Einzug gefunden haben, weil sie eben das Leben angenehm gestalten. Und da kam uns die Idee, Mensch, wir wissen doch einiges über so nicht kovalent vernetzte Polymernetzwerke, die sind ja abbaubar, weil sie nicht kovalent vernetzt sind. Problem ist, dadurch sind die jetzt auch nicht so stark. Aber wenn es uns möglich ist, die räumliche Anordnung der Netzknoten in diesen Materialien zu kontrollieren, beispielsweise dahingehend, dass sich Stapel bilden, dann verstärkt das diese Materialien sehr. Und dann ist die Quadratur des Kreises realisiert. Wir haben Materialien, die so stark sind wie ein Reifengummi, aber abbaubar sind. Ne? Oder wie ein Superabsorber, aber abbaubar sind. Und was ich dabei auch noch besonders schön finde, ist, dass das auch sich schön in dieses Brückenbild eingliedern lässt vom Beginn des Vortrags, ne? Zwischen chemischen Strukturen und Eigenschaftsprofilen. Auch in der Lehre ist es mir
eine Herzensangelegenheit, das abzubilden, nicht nur in meinen Grundvorlesungen, sondern zum Beispiel auch in diesem Zukunftsmodul hier, das fächerübergreifend ist, dass es das in Anspruch hat und den auch realisiert, ganzheitliche Klimabildung für Studierende aller Fachrichtungen dargeboten, von Dozierenden aller Fachrichtungen zusammenzubringen, interdisziplinär, interaktiv und international, denn Wandel fängt mit Bildung an. Ich bin noch nicht fertig, aber gleich. Ich wurde in letzter Zeit, eins mir noch wichtig, eine Message ist mir noch wichtig. Ich wurde in letzter Zeit öfters mal gefragt, was macht Ihnen eigentlich Hoffnung? Und ich musste länger überlegen, wie eigentlich meine Antwort auf diese Frage ist. Inzwischen meine ich, habe ich eine Antwort gefunden, die lautet wie folgt. Ich denke nicht mehr in Kategorien wie Hoffnung oder Furcht. Mir ist klar, dass die Zukunft nicht so aussehen wird, wie ich über weite Teile meines Lebens erhoffte und vielleicht auch erwartete. Nichtsdestotrotz ergehe ich mich deshalb aber jetzt auch nicht in Untergangsstimmung, sondern denke einfach in kürzeren Zeiträumen und schaue, wo habe ich ganz konkret im Konkreten hier und jetzt Hebel, die ich für wirksam erachte, die mir zugänglich sind und die ich langfristig durchhalten kann, um das Beste aus dem zu machen, was kommt und das Schlimmste noch abzuwenden. Einfach darauf zu vertrauen, dass alles von selber schon irgendwie gut werde, das ist Naivität. Aber dafür und darüber ein eigenes Handeln zu finden, das schenkt Hoffnung. Und vielleicht geht es am Ende gar nicht darum, irgendein Ziel zu erreichen, sondern einfach nur darum, das Richtige zu tun. Und diesen Weg beherzt zu gehen, unterwegs triffst du ganz wundervolle Menschen. Und diesen Menschen gilt heute mein Dank. Ich danke den wunderbaren Menschen, die in den vergangenen Jahren meinen Weg begleitet und bereichert haben und ihnen dafür, dass sie heute Abend dieser Geschichte zugehört haben. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Unser Dank gilt natürlich jetzt dir. Genau, du darfst schon mal Platz nehmen. Danke für diese ganzen Informationen mit diesem ganzen Wissen, was du in dir hast. Und Mel und ich also haben auch die ganze Zeit gesagt, krasse, also die ganzen Zusammenhänge, dass du das so auf den Punkt bringen kannst und da nochmal deine persönliche Note mit reinbringen konntest. Vielen, vielen Dank für diesen Vortrag. Ich glaube, ihr habt auch mitfühlen können, mitdenken können und vielleicht habt ihr noch ein paar Fragen. Redet mit euren NachbarInnen darüber, was euch gerade beschäftigt, welche Fragen ihr gerne an Sebastian Seifert stellen wollt und dann sind wir in 2-3 Minuten da, um sie zu beantworten. Oberes Wasser, ja, sehr gut. Das ist meins. Nein, das ist sauber. Achso, nee, da habt ihr gerade das Ziel Nummer 6 hin, sauberes Wasser, das passt ja. Müssen die Fragen da eingetippt werden, glaube ich, ne? Ja? Ihr nehmt nicht ein. Also so eine Art Climate School für AA.
So, jetzt würden wir mit unserer Frage- und Diskussionsrunde starten. Genau, bevor wir losgehen, muss ich auch nochmal gestehen, dass wir uns einen Trick von dir abgeschaut haben, nämlich den handgeschriebenen Brief an Harald Lech. Wir haben tatsächlich einen geschrieben an Schellnhuber und konnten ihn deswegen überzeugen, dass er auch in die Vorlesungsreihe kommt. Also das funktioniert auf jeden Fall. Ja, jetzt kommen wir zur ersten Frage und die heißt, könnte man in der Wüste an Küsten nicht einfacher mit Sonnenwärme unter PV-Modulen Trinkwasser destillieren und zeitgleich Elektrizität gewinnen? Das ist ein Ansatz, habe ich das Mikrofon? Ja. Also es gibt ganz verschiedene Ansätze, das ist ein anderer denkbarer Ansatz. Ne? Was auch noch denkbar ist, ist, dass man eine Destillation auch wieder mit Gelmaterialien macht, die Sonnenkollektormaterialien enthalten und auf die Art und Weise die Hitze dann erzeugen. Ne? Und man muss ja auch dazu sagen, diese Entsalzungstechnologie, wir sind jetzt ja nicht die Ersten, die Idee haben, Meerwasser zu entsalzen. Ne? Israel würde nicht überleben ohne wahnsinniges Know-how in Entsalzungstechnologien. Wir brauchen am Ende, glaube ich, alle. Die Technologie, die wir in unserer Forschung betreiben, hat halt eben als Schlüsselmerkmal, dass es keine große Anlage ist, die so eine Großstadt oder eine ganze Region versorgt, so, sondern eben eine kleine, delokalisierte für Einzelhaushalte zum Beispiel oder einzelne Siedlungen. Und was mich selber tatsächlich erstaunt hat, ist, als wir diesen, also ich habe ja gesagt, es wird vom BMBF gefördert und als wir den Antrag geschrieben haben, musste da auch eine Kostenkalkulation mit rein. Und das ist natürlich immer so eine Sache, da gibt es ziemlich große Fehlerbalken, je nachdem, ob du das jetzt so oder so abschätzt, die Kosten, aber mit relativ großen Fehlerbalken kam da ein Mittelwert raus von Kosten, wo ich dachte, wow, das ist ja total auf Augenhöhe mit so bestehenden Verfahren. Also das ist ja sogar wirklich wirtschaftlich kompetitiv, das Verfahren. Und da sehe ich halt eine große Chance. Und wenn ich noch einen Satz machen darf, weil mir das total wichtig ist, wir wären jetzt auch im Labor soweit fertig. Also wir haben jetzt diesen Labordemonstrator, der so einen Durchsatz schon im Literbereich pro Tag schafft. Ne, so. Wo wir noch hin wollen, ist so 10 Liter pro Tag, weil das muss man dann nur noch einen Faktor 1000 hochskalieren auf 10.000 Liter pro Tag. Dann ist das da, wo man hin muss für solche Siedlungen. Und das ist etwas, was Industrie macht, was Unternehmen machen. Und da sind wir jetzt ganz konkret auf der Suche nach Industriepartnern, nach Unternehmern, die sagen, da möchten wir gerne mit einstellen. Wenn es kleine und mittelständische Unternehmen sind, dann kann man sich das auch wunderbar wieder fördern lassen vom Staat. Da gibt es ganz tolle Förderprogramme. Also falls irgendjemand wen kennt, der ein Unternehmen hat, dann ich freue mich. Bei mir gibt es immer guten Kaffee und gute Schokolade im Büro, dass wir ins Gespräch kommen. Dankeschön. Ja, ich glaube, dieses Thema Wasser entsalzen und vor allem mit den Gelen ist auf jeden Fall hoch im Kurs in den Fragen. Da kommt die Frage rein, bei der Wasserentsalzung über Gele würde bei großer Nutzung die Gefahr bestehen, dass die Meere salziger werden, da Wasser entzogen wird, aber die Salze übrig bleiben oder wird dies anderweitig genutzt? Das ist tatsächlich ein großes Problem. Also ich könnte mich jetzt rausreden und sagen, nö, weil das Salz führen wir dem Meer zurück und langfristig über den Wasserkreislauf kommt ja auch das Wasser ins Meer zurück, also bleibt das Meer in seiner Zusammensetzung unverändert. Aber das ist dann ja der große Mittelwert, was natürlich de facto passiert ist, dass das Salz an einer Stelle ins Meer zurückgeleitet wird. Und an der Stelle ist dann eine hohe Salzkonzentration, die schlecht für Ökosysteme dort ist. Das ist ein Problem, was generell gelöst werden muss, auch, also vor allem für große Entsalzungstechnologien. Ja, wäre schön, wenn wir das Problem nicht hätten. Ne? Wäre schön, wenn wir das Klima in Bereichen hätten, wo wir jetzt nicht künstlich Trinkwasser erzeugen müssen. Wir sind aber an dem Bereich, irgendein Tod musste sterben. Das ist dann dieser oder beziehungsweise da muss eine Lösung für gefunden werden. Ja. Ja, jetzt haben wir eine Frage zum persönlichen Handeln. Wie stehst du zum Spannungsfeld persönlichen Handelns versus politischer Einflussnahme auf Hochverursacher, Fossilindustrie etc.? Ich sehe das eigentlich gar nicht als Spannungsfeld, weil man ja auch wieder am Ende beides braucht. Ne? Und es gibt Menschen, es gibt ja ganz verschiedene Typen von Menschen. So, es gibt Menschen, die sind jetzt motiviert dafür zu sagen, jetzt dämme ich mein Haus, jetzt baue ich mir eine Wärmepumpe, jetzt baue ich mir eine PV-Anlage, super. Und es gibt andere Menschen, die sagen, jetzt werde ich politisch aktiv, jetzt trete ich in eine Partei ein, jetzt setze ich mich dafür ein, genauso super. Wir brauchen ja beides. Ne? Und am Ende ist vielleicht der schlimmste Fehler, den man machen kann, sich gegenseitig zu kritisieren und anzunehmen, wer anders würde die Welt retten. Das ist vielleicht die größte Gefahr für den Planeten. Ja? Sondern einfach, wo immer man seinen Impuls hat, dem zu folgen. Den einzigen Tipp, den ich geben kann, ist, dass das viel effizienter ist, das in Gruppen zu tun und es macht auch viel mehr Spaß. Vielen, vielen Dank. Ja, wir haben hier nicht nur Fragen, sondern auch ein paar Kommentare, also sowas wie, wow, schon wieder so ein toller Vortrag eines Chemikers, keine Frage,
dass ich in meinem nächsten Leben Chemie studieren werde. Oder sehr guter und inspirierender Vortrag: Wann kommt Ihr Buch zur Klimakrise und wie viele weinrote Pullover hast du eigentlich? Weil ich glaube, in dem, das erste Video, wo, was du auch in dem Hörsaal aufgenommen hast. Ach, ja, das habe ich mit Absicht gemacht, damit sich so ein Kreis schließt. Ne? Nee, aber tatsächlich, ein Buch habe ich gerade begonnen zu schreiben zu der ganzen Thematik. Ja, das so dauert jetzt noch bis in einem Jahr ungefähr. Aber ja, ich habe mir mal gedacht, ich würde gerne mal die ganzen Gedanken. Ich habe einen persönlichen Blog, sebastian-seifert.net, wo ich immer mal wieder so hier und da mal so Texte schreibe zu Dingen, die mir durch den Kopf gehen, wo irgendwie Twitter zu kurz für ist. Und da habe ich mir gedacht, ich glaube, ich würde das mal so ganzheitlich gern zusammenfassen. Das mache ich tatsächlich, aber dauert mindestens noch ein Jahr. Alles klar, wir bleiben gespannt. Ja, als nächstes ist die Frage, wir haben jetzt die verschiedenen Materialzeitalter gehabt, was könnte jetzt nach Polymer und was war das letzte? War, Silizium. Silizium-Zeitalter, was könnte das nächste Materialzeitalter werden? Oh, das ist eine schöne Frage. Man sagt immer, das ist eine gute Frage. Wenn das eine Frage ist, wo man meint, da müsstest du eine Antwort drauf haben, hast du aber nicht. also von daher, gute Frage. Vielleicht gar nicht ein Zeitalter, das nach einem Material benannt ist, weil es ja eigentlich keine Dominanz von einem Material geben sollte, sondern eben eine Ausgewogenheit innerhalb planetarer Grenzen. Ne? So genug, um die Bedürfnisse aller zu befrieden und wenig genug, um nicht planetare Grenzen zu sprengen. In Zirkularität und in Ausgewogenheit, klingt jetzt wie rausreden, ne? Oder kommt das rüber, was ich sagen will? Also vielleicht tatsächlich einfach nicht Dominanz von einem Materialtypus, sondern eine Ausgewogenheit. Ich hätte auch irgendwie direkt so im Kopf vielleicht das Suffizienzzeitalter oder sowas, wo wir alle so genug davon haben und nicht zu viel und nicht zu wenig. Und glaubst du vielleicht, also auch, weil wir hatten jetzt auch schon mehrmals technische Lösungen, so wie ich glaube in dieser Vorlesungsreihe auch zu KI und so, genau, technische Lösungen. Also wir hatten damals schon gesagt bekommen, so nee, KI zum Beispiel ist nur ein kleiner Teil, der dazu beitragen kann und deswegen wird daran weiter geforscht. Aber genau, wie siehst du das, wie hoch ist das Potenzial von technischen Lösungen zur Bewältigung der Klimakrise? Ich denke, wir brauchen dreierlei. Das eine ist natürlich Technologie, ein ökologisches Gewissen und ein sozialer Ausgleich. Wie schön wäre das eigentlich, wenn drei Parteien eine Koalition bilden würden, die das für sich beanspruchen: Technologieaffinität, Ökologie und soziales Gewissen. Ja, wäre ein Traum. Okay, ich glaube, damit machen wir weiter. Timo? Okay. Dann haben wir jetzt mal eine, die mehr in die Fachperspektive reingeht. Könnten die Polymergele auch in Bereichen wie Landwirtschaft genutzt werden, um Nährstoffe und Wasser zu speichern und auf den Gelen Pflanzen großzuziehen, die auch in engeren Räumen und Gebäuden, Ja, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ne? So zum Beispiel Gelsysteme zu benutzen für Bewässerung. Ne? Zum Beispiel, wenn sich eben die Regenzyklen so verändern, klimatisch bedingt, dass das nicht mehr eine ausgeglichene Bewässerung von so Systemen ist, sondern in Form von Starkregenereignissen, so eine punktuelle Bewässerung, dass man das dann mit Bewässerungssystemen macht, verschiedener Art, zum Beispiel Gelsysteme. Ne? Das andere sind Folien, mit denen man so Äcker abdeckt, um das Verdunstung von Wasser zu unterdrücken. Das muss natürlich auch wieder alles bioabbaubar und so weiter sein. Ne? Also da gibt es ganz viel Bedarf nach Polymermaterialien. Wir werden alles davon brauchen und sollten trotzdem alles dafür tun, möglichst wenig davon brauchen zu müssen später mal. Das Ganze, was du jetzt hier vorgetragen hast, aber auch die ganzen Vorträge, die wir bereits gehört haben, wie über Biodiversität, über die Klimakrise. Du hast gesagt, es wird oft gesagt, ja, es gibt ein Handlungsproblem, aber eigentlich gibt es auch irgendwo ein Wissensproblem, weil die Menschheit das weiß, aber vielleicht nicht alle Menschen. Und da ist jetzt die Frage aufgekommen, okay, braucht es
mehr Forschung zur Wissenschaftskommunikation. Also wie können wir das ganze Wissen, was die Wissenschaft eben produziert oder eben erforscht, wieder so an die Menschen bringen, dass alle das mitbekommen, auch wenn wir von diesen ganzen Begriffen keine Ahnung haben. Also Kurzantwort ja, Langantwort ist ja und noch mehr. Wir müssen dabei vielleicht mindestens zwei Ebenen unterscheiden, und zwar Ebenen bei den Akteuren, die das machen. Wahrscheinlich sind zwei Ebenen noch zu wenig, aber um es zu vereinfachen, mache ich jetzt mal zwei. Wenn ich mal die wissenschaftliche Community in zwei Gruppen teile, dann habe ich da die Gruppe mit prekären Beschäftigungsverhältnissen und die mit Lebenszeitverbeamtung, ne? Also sprich Professorinnen und Professoren. Beim wissenschaftlichen Nachwuchs, die wirklich Engagierten sind und Motivierten sind, ist das Problem, die sind größtenteils prekär beschäftigt. Und dann weiß ich nicht, ob das so gut ist, sich zu sehr zu exponieren, ne? So. Es gibt Studien darüber, die sagen, dass der wissenschaftliche Nachwuchs sich sogar fachlich weniger kritisch äußert gegenüber anderen Arbeiten oder so, als das vielleicht angebracht wäre, weil eben, ne, Beschäftigung ist prekär und kritisier mal deine Kollegen nicht zu hart, ne? Fachlich schon. Und solche außerfachlichen Fragen, die jetzt, überfachliche Fragen, die ja auch manchmal heikle Fragen sind, das ist so eine Sache, ob der wissenschaftliche Nachwuchs sich dazu äußern sollte. Diejenigen, die ich dazu in der Pflicht sehe, sind wir Professorinnen und Professoren, weil für mich sind wir die privilegierteste Gruppe, die es so gibt, weil ich sage immer, der Beruf des Universitätsprofessors, das ist der beste Beruf, den ich mir vorstellen kann, logisch, das hätte ich auch nicht gewählt, ne? Weil der verbindet zwei Dinge, der verbindet die Sicherheit eines Lebenszeitbeamten mit der Freiheit eines Selbstständigen. Nenn mir mal einen anderen Beruf, der die Kombination hat, Lebenszeitbeamter und quasi selbstständig in der Ausgestaltungsfreiheit, ne? Das ist ein Privileg, wie ich es mir größer nicht vorstellen könnte. Privileg bedeutet für mich aber auch Pflicht. So. Und da sehe ich also viele von uns in der Pflicht. Ich will das jetzt aber gar nicht mit erhobenem moralischen Zeigefinger irgendwie rüberbringen. Also bitte nicht so verstehen, falls es rüberkommt. Ich glaube, was die meisten davon abhält, was zu tun ist, dass man einfach nicht drauf kommt. Deswegen habe ich vorhin auch diese Geschichte von mir selber erzählt. Ich habe das lange Jahre auch nicht gesehen. Nicht irgendwie ignoriert oder verdrängt, sondern einfach, das war einfach nicht präsent, weil man von dieser Begeisterung für Forschung und Lehre so, also positiv so voll ausgefüllt ist, dass man einfach den Fokus, ja, darauf hat. So. Und da gilt es also, den Akteuren, die da schon aktiv sind, irgendwie die Blasen so ein bisschen aufzubrechen und vorzudringen. Und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind irgendwie meistens gut steuerbar, weil wir sind alle eitel, also ich zumindest, ne? Und man ist gut steuerbar durch Anreize, durch Gelder, Forschungsgelder oder Preise zum Beispiel, ne? Also falls irgendwer eine Stiftung hat und einen Kommunikationspreis stiften will oder so, das könnte vielleicht manche bewegen, da aktiv zu werden. Okay, danke schön. Das hat auch schon die Frage beantwortet, okay, wie kommt man eigentlich dann Leute, ProfessorInnen dazu, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen? Und deswegen finde ich es voll gut, dass du auch immer wieder deine persönliche Geschichte erzählst, weil man ja nicht als Klimaaktivist irgendwie geboren wird, sondern sich dazu irgendwann entscheidet oder das, was du eben genannt hast, den Klima-Klick-Moment. Ich glaube, den hatten wir alle irgendwie. Also es ist glaube ich, kein so ein Moment. Also es gibt so diesen einen Moment, wo der Groschen fällt, aber danach setzt eine Phase ein. Ja. So, ne? Es gab im Klimadiskurs mal einen, finde ich, ziemlich interessanten Vergleich zu den Trauerphasen im Kübler-Ross-Modell. Ne? Oder es ist, glaube ich, gar nicht Trauer. Es ist, glaube ich, dieses, wenn ein sterbenskranker Patient seine Todesdiagnose bekommt, dann durchläuft er verschiedene Phasen, ne? Leugnung, Denial, Wut, Anger, Bargaining, versuchen sich da irgendwie rauszuverhandeln, Depression und zum Schluss dann Acceptance. Ne? Und also ich kann sagen, ich bin all diese Phasen durchgelaufen, teilweise auch mehrmals hintereinander, und ich hoffe mir, dass es mir gelingt, langfristig in der Akzeptanz zu landen, also einfach zu akzeptieren, okay, die Zukunft wird nicht so aussehen, wie du das erhofft und erwartet hast. Aber du verfällst jetzt auch nicht in eine Depression deswegen, sondern schaust, wo hast du Hebel, um, ja, wie ich das vorhin gesagt habe, ne, das Schlimmste zu verhindern und das Beste aus dem zu machen, was kommt. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das sind echt nochmal wichtige Worte, die du da gesagt hast, wo es auch vielen Menschen so geht, die einen Moment hatten. Du hast es vorhin Harald Lech angesprochen gehabt. Ich war auch mal mit ihm im Gespräch deswegen gewesen, und er hat auch gesagt, er war vorher
so fasziniert von den Sternen und so. Und irgendwann hat er gemerkt, okay, die Erde brennt. Und eigentlich ist diese Sehnsucht ist so ein bisschen dahingeschwunden, weil er gemerkt hat, okay, ich muss mich jetzt erstmal, bevor ich jetzt in die Weite schaue, mich hier um den Ort, um unseren Planeten kümmern. Ja, ich erinnere mich auch, als wir das Podium hier hatten im Mai 2022, da sind wir dann irgendwann sehr spät morgens, also in den frühen Morgenstunden zusammen zum Hotel gegangen. Und dann hat er noch gesagt, ja, morgen habe ich dann gleich wieder den nächsten Vortrag. Und dann meinte ich, ah, okay, welches Thema denn? Ja, so dunkle Materie und schwarze Löcher, also was zur Entspannung. So. Ja, jetzt haben wir hier eine Frage, nämlich wie überzeuge ich Menschen, die bisher noch nicht sehen, dass aktives Engagement wichtig ist, die vielleicht diesen Moment noch nicht haben. Also wenn ich es vielleicht schon mit der Rettung der Lebensgrundlagen und den netten Menschen probiert habe. Ich habe natürlich keine ganzheitliche Antwort darauf, weil das auch nicht so mein Fachgebiet ist. Auch da kann ich nur so ein bisschen vom Persönlichen her erzählen. Und so trivial das jetzt klingt, einfach das persönliche Gespräch und die Menschen einfach das miterleben lassen, was das mit einem macht und wie man damit umgeht, weil das kann Menschen inspirieren zu sowas. Ne? Also ich tue mich schwer damit, jetzt irgendwie Tipps zu geben, wie man da missionarisch tätig werden kann. Das ist auch, glaube ich, gar nicht so gut. Ich kann aber vielleicht eine Ebene erzählen, wenn er mir die 3 Minuten erlaubt, weil mir das auch noch wichtig ist. Ja. Ich bin seit kurzem hier in der Uni Mainz Sprecher eines frisch gestarteten Sonderforschungsbereichs. Und da geht es um Defekte in weicher Materie. Also wie können wir in Materie, wie zum Beispiel Polymermaterialien, gezielt Fehlstellen, Defekte einbringen, um dadurch neue Funktionen zu erlangen. Und man merkt schon an diesem Thema, das ist noch so aus meiner Vor-Klima-Zeit. Ne? Also das hat auch eine ganze Weile gedauert, so ein Sonderforschungsbereich, den wirbst du jetzt mal nicht in einer Woche ein. Ne? Also dieses Forschungsthema, das kommt noch aus einer Zeit, wo mich sowas ganzheitlich interessiert hat. Und ich habe ja gerade schon erzählt, ich habe seitdem viel geändert in meiner Forschung. An dem Thema habe ich aber irgendwie einfach immer weitergearbeitet. Und so ist es uns also letztes Jahr gelungen, 10 Millionen Euro einzuwerben für eine erste Förderperiode so eines Sonderforschungsbereichs. Und dann habe ich mir irgendwann klargemacht, wir haben ja als Sonderforschungsbereich den Anspruch, dass wir 3-mal gefördert werden, über 3 Förderperioden, also 3-mal 4 Jahre, also 12 Jahre. Das bedeutet also, wenn du jetzt 2023 startest mit diesem Verbund, dann geht das ja bis 2035. Und bis dahin muss die Welt schon ziemlich anders aussehen. Und so ist es mir also eine Herzensangelegenheit, das von Tag 1 an mitzudenken in diesem Forschungsbetrieb. Und ein Thema, was mir dabei ganz wichtig ist, ein Herzensthema ist, ist das Thema Flugreduktion. Weil Fliegen im Forschungsbetrieb viel ausmacht. Was auch viel ausmacht, ist so das Grundrausch durch die Gebäudeinfrastruktur und so weiter. Aber Fliegen macht auch viel aus. Und es ist vor allem etwas, was man eigentlich sofort reduzieren kann. Und dann habe ich zu mir gesagt, gut, du wirst jetzt nicht 12 Jahre Sprecher so einer Großforschungsinitiative sein, wenn das da nicht eine große Rolle spielt. Das Problem ist, als Sprecher so eines Sonderforschungsbereichs hab ich eine repräsentative, aber keine administrative Rolle. Das heißt, ich kann mich nicht hinstellen und jetzt Dienstreiseanträge ablehnen, weil da Flugreisen drin vorkommen, sondern ich kann mich nur vor die Kolleginnen und Kollegen stellen und versuchen, die zu motivieren. Da haben wir die Brücke, ne? So im Sinne von, liebe Leute, macht mal, ist voll wichtig und so. Und ich glaube, wir können uns schon vorstellen, was passiert. Dann machen dann 2 Leute mit, die das eh schon wichtig fanden. Ja? Und den meisten ist es egal. Viele sagen, der spinnt und einige sagen, naja, hat schon recht, aber ja, wie soll man das denn umsetzen? Im Forschungsbetrieb geht das nicht ohne Fliegen. So, ne? Und dann habe ich mir gesagt, okay, das entspricht zwar nicht ganz so deinem Naturell, aber du wirst das ein Stück weit konfrontativ machen müssen. Also du wirst dich da hinstellen und sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist mir wichtig. Und wenn das nicht wirklich eine große Rolle spielt, lasse ich mich nicht zum Sprecher wählen. Also dann nehme ich die Wahl nicht an. Dann muss wer anders den Fortsetzungsantrag schreiben, Dankeschön, und die Zwischenberichte und die Mittel verwalten und so weiter. Aber zum Glück brauchte ich das dann gar nicht tun, weil mir kam die Deutsche Forschungsgemeinschaft zur Hilfe, die ganz kurz vorher, wenige Wochen vorher, ein Positionspapier rausgegeben hat zum Thema Nachhaltigkeit in Forschungsverbünden. Da steht vieles drin, zum Beispiel zu diesem Thema. Und dann konnte ich mich hinstellen und sagen, liebe Leute, habt ihr das schon gelesen, ist ganz neu, Positionspapier von der Deutschen Forschungsgemeinschaft über Nachhaltigkeit in Forschungsverbünden. Ich gehe davon aus, das wird uns auch betreffen als Sonderforschungsbereich, also ich gehe davon aus, wir werden in 4 Jahren bei unserem ersten Verlängerungsantrag dazu was schreiben müssen. Genauso wie wir heute auch schon was schreiben müssen dazu, wie wir beispielsweise Gender- und Diversity-Aspekte umsetzen in unserer Forschung oder in unserem Forschungsbetrieb, nicht in der Forschung selber, sondern im Forschungsbetrieb oder wie wir Forschungsdatenmanagement oder sowas machen. Und genau wie da
wird die deutsche Forschungsgemeinschaft sich jetzt auch nicht abspeisen lassen mit irgendeinem Blabla. Also die nageln dann einen drauf fest. Also bei unserer Begutachtung haben sie uns beispielsweise gefragt, haben gesagt, sie haben hier beim Thema Gender und Diversity, haben sie was geschrieben zu einem Kinderbetreuungskonzept, das sie haben. Kann mal eine Wissenschaftlerin das mal erklären, wie das ganz konkret für sie aussah. Oder sie haben hier geschrieben, dass sie elektronische Laborbücher benutzen zum Forschungsdatenmanagement. Kann mal ein Doktorand mal eben seins vorzeigen. So, ne? Also die wollen dann auch kein Blabla sehen. Was wäre denn überzeugender, als wenn wir dann sagen könnten, ach, das haben wir da eh schon gemacht, wir haben ein ganzheitliches Flugverzichtskonzept und wir haben das jetzt hingekriegt, 4 Jahre überhaupt gar nicht zu fliegen in diesem Sonderforschungsbereich. Ne? Und also mit dieser Argumentation, also gar nicht so ein moralisches die Welt retten, sondern einfach, das ist wichtig für uns als Verbund, ne, weil uns das vielleicht betreffen wird, haben wir am selben Tag noch die Hälfte der PIs eine Selbstverpflichtungserklärung unterschrieben zum Thema Flugverzicht und die andere Hälfte kriege ich auch noch, da muss man ein bisschen hinterherrennen. Oh. Vielen Dank, auch wie du es nochmal zeigst, wie man das direkt in der Praxis umsetzen kann. Wir haben jetzt schon leider fast die volle Stunde erreicht, also die Vorlesung ist gleich vorbei, deswegen unsere obligatorische Abschlussfrage und zwar, was ist denn dein Lieblingspolymer? Kann man sowas haben? Kann man ein Lieblingspolymer haben? Oder hast du eins? Nein, ich finde einfach alle Polymere gut. Wir brauchen ganzheitlich viele Materialien. Nee, tatsächlich habe ich kein Lieblingspolymer. Nee. Ja, dann an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass du heute da warst, dass du so kurzfristig eingesprungen bist. Und auch nochmal danke, dass du uns schon unseren ganzen Weg vom Zukunftsmodul unterstützt. Ohne dich wäre dieses Projekt, wäre diese komplette Vorlesungsreihe auch nicht möglich gewesen. Dafür nochmal vielen, vielen Dank. Euch gilt der Dank. Ja. Und natürlich geht an dieser Stelle noch der Dank hinaus, nämlich an mein komplettes Team, das das Zukunftsmodul bildet und das uns hier bei der Vorlesungsreihe unterstützt hat, das so viel Zeit rein investiert hat, zum Beispiel Valentina, die Voices for You immer aufgenommen hat. Ich finde, das Team kann ruhig mal auf die Bühne kommen, damit auch die Leute im Livestream das sehen. Ja, komm gerne nach vorne. Genau, es sind leider heute Abend auch nicht alle anwesend, aber genau, Christian, komm du auch gerne nach vorne. Der hier immer die Kommunikation mit mir gemacht hat, die Gespräche vorbereitet hat, bei der Technik mitgeholfen hat. Ansonsten auch nochmal ein großes Danke auch an die Leute, die auch immer wieder die Möbel hierher geschleppt haben, die hier beim Aufbau geholfen haben. Das ist, Und natürlich nochmal an die Technik, an OKTV, nochmal die uns wirklich hier den Stream machen. Ohne dieser Stream ist echt wichtig, dass wir über diese Vorlesung hinaus die Sachen streamen können. Da einen ganz großen Applaus. Und natürlich auch an dich als Co-Moderation. Und natürlich auch einen großen Applaus an Timo, der das Ganze auch koordiniert und diese Initiative, das Herz einfach reinsteckt. Und ein ganz großer Applaus an euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr jedes Mal hier wart. Und auch an die, die im Stream dabei schauen. Habt noch einen wunderschönen Abend. Wie geht's weiter eigentlich? Ja, wie geht's weiter? Das ist ein guter Punkt. Also genau, die Vorlesungsreihe findet natürlich wieder im Wintersemester statt. Also da anmelden. Und natürlich im Sommersemester holen wir den Vortrag von Jörg Scheinfeld nach. Wir haben im Sommersemester aber auch noch weitere Lehrprojekte. Wir haben unser Climate Lab, unser Projektseminar, bei dem Studierende Klimanachhaltigkeitsprojekte entwickeln können. Wir haben die Ausbildung zu Wald-ZukunftsbotschafterInnen, die stattfindet, für die man sich anmelden kann. Und ja, bleibt einfach folgt uns auf Social Media, auf unserer Website, unser Newsletter, da bleibt ihr informiert. Wir freuen uns auf viele neue Projekte. Wir freuen uns auch sehr, dass die Uni Mainz das immer weiter unterstützt, dass wir auch seit diesem Jahr oder seit Ende letzten Jahr eine Koordinationsstelle haben, Sustainable University, die den ganzen Themenkomplex hier an der Uni versucht mitzukoordinieren, wo auch unser Projekt mit angesiedelt wird und dass wir es bald im Wintersemester sogar noch zum Zertifikat erweitern. Also es gibt auch noch das Zukunftszertifikat und
Und wir sind auch noch weiter im Gespräch, dass es noch in ganz vielen Studiengängen anerkannt wird. Da freuen wir uns auch bald davon zu berichten, weil wir sind gerade in Gesprächen und es sieht sehr gut aus, dass es bald auch noch viel mehr Studiengänge kriegt, die das Zukunftsmodul verankern und bei denen man sich solche Sachen anerkennen lässt. Ihr seht, ja. Timo brennt dafür. Deswegen. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und dann sehen wir uns nächstes Semester, vielleicht im Zukunftsmodul und nächstes Jahr im Wintersemester. Macht's gut! Tschüss.